Heute suchen wir den perfekten Geschmack. Die Mami macht die besten Mailänderli, das Grossi die besten Zimtsterne und die Freundin die besten Schoki-Cookies. Das Mami macht es am besten. Doch warum schmeckt es uns zu Hause am besten? Und was ist Geschmack überhaupt? Und wie verändert er sich im Laufe eines Lebens? Um das herauszufinden, spielen Forscher mit unseren Sinnen. Die Farbe einer Tasse, Musik im Hintergrund, all das prägt unseren Geschmack. Einstein entdeckt die Geheimnisse des Geschmacks. Das Institut Paul Bocuse bei Lyon. Hier wird die hohe Kunst der Gourmet-Küche gelehrt und seit Jahren auch geforscht am perfekten Geschmack. Merci beaucoup. Vous en prie. Hier drin habe ich die selber gemachten Spitzbuben von meiner Mami, die besten auf der Welt, wie ich finde. Aber warum das so ist, kann ich eigentlich gar nicht so richtig sagen. Sind sie wirklich so gut? Oder ist es vielleicht einfach, weil noch der Geschmack der Kindheitserinnerungen dran hängt? Das möchte ich heute herausfinden, und zwar hier am Paul Bocuse Institut. Hier wissen Chefköche und Forscher, was es braucht, um unseren Geschmackssinn so richtig zu begeistern. Grüezi miteinander und recht herzlich willkommen bei Einstein. Der Paul Bocuse war der Starkoch, weltbekannt. Leider Anfang Jahr verstorben. Einer, der das Kochhandwerk genauso in Perfektion beherrschen will, ist Julien Ferretti. Bienvenue. Ich habe ein bisschen was über Sie gelesen und gesehen, dass Sie im Gymnasium eigentlich Physik und Chemie hatten. Und jetzt das Kochen. Wieso nicht Naturwissenschaftler? Weil beim Kochen viel Wissenschaft ist. Wir benutzen Physik und Chemie. Und auch dann können wir damit Produkte verwandeln und Kunst daraus machen. Ich bin jetzt auch sehr gespannt, was ich über das Geheimnis des Geschmacks erfahre bei Ihnen. Ja, gerne. Wir können in der Küche. Hier am Institut werden von Köch und Forscher Rezepte ausprobiert, Geschmäcker perfektioniert und unseren Geschmackssinn mit anerkannten wissenschaftlichen Methoden studiert. Und ich habe für die Experten eine spezielle Aufgabe mitgebracht. Wunderbar. Spitzbuben meiner Mutter. Selbstgemacht nach altem Rezept. Ich sage, es sind die besten der Welt. Ja. Und meine Herausforderung an Sie wäre jetzt, bringen Sie die noch besser hin, weil Sie kennen die Geheimnisse des Geschmacks. Das kann ich versuchen, aber nein, das... Es riecht ja schon so. Mm. Das wird schwer, deine Mutter zu schlagen. Aber ich kann es versuchen. Ich bringe die mal in der Küche. Ja, gut. Ein Tag hat der Julien Ferretti jetzt Zeit für die Aufgabe. Dann werde ich blind degustieren. Spitzenkoch, Spitzbube gegen Mamis. Zu meiner Überraschung hat der Julien selber einen kleinen Test für mich parat. Ja, und hier habe ich dir auch einen kleinen Trick gebracht. Ich kriege wieder was dafür zurück. Ja, sicher. Und ich habe auch Kekse gebacken. Ich habe gesehen, dass deine Mutter, finde ich total toll, die hat ja zwei Formen benutzt. Ja. Ja, und da kannst du auch zwei Formen finden. Was muss ich jetzt machen? Du kannst die beide mal probieren. Optisch sieht das, also abgesehen von der Form, sehen sie genau gleich aus. Mit welchen soll ich beginnen? Egal. Egal. Mit den Sternen. Ein bisschen salzig. Habe okay. Ich das Gefühl. Mhm. Und jetzt noch die. Ja. Musst du auch probieren. Die sind besser. Warum? Die sind gefühlt süßer. Ich kann dir ja erklären, wie das geht. Das ist eigentlich vom gleichen Teig. Das ist nichts anderes. Nichts anderes? Nee. Und doch. Nee. Nichts anderes. Aber bei runder Form hat man das Gefühl, dass da mehr Zucker ist, dass das süßer ist. Lustig, ne? Ja, ich bin gerade ziemlich baff. Die sind genau gleich. Genau gleich. Wirklich?
Und man kann eigentlich damit spielen. Mhm. Und wenn wir in einem Menü den Zucker ein bisschen reduzieren wollen, in einem Dessert zum Beispiel, dann können wir runde Formen. Schön rund. Das mit dem Geschmack geht weit über den eigentlichen Geschmack hinaus. Spannend. Und das ist nicht der einzige Trick, wie man mit dem Geschmackssinn spielen kann. Essen ist eine Wissenschaft. Besonders für Charles Spence. Der Forscher aus Oxford liebt es, unseren Geschmack zu manipulieren. Wenn ich die Farbe einer Tasse oder die Hintergrundmusik ändere, schmeckt das Essen anders. Klingt absurd, aber solche Sachen erforsche ich als Gastrophysiker. Meine Arbeit soll zeigen, wie Sinne und Gehirn miteinander verbunden sind. Ein einfaches Beispiel: die Kaffeetasse. Seine Forschung zeigt, auch die Form ändert den Geschmack. Etwas Rundes in der Hand bringt süße Noten hervor. Ist die Tasse eckiger, hebt das den Geschmack von Säure an. Eine andere Öffnung über der Flüssigkeit kann fruchtige Noten hervorheben. Sehen und hören. Schmecken und riechen. Und das Tasten. Alle fünf Sinne ergeben zusammen ein Geschmackserlebnis. In Oxford spielt der Wissenschaftler Charles Spence mit diesen und kommt auf Ergebnisse, die zunächst unglaublich tönen. Ja, auch Klang ist ein Geschmackssinn. Das kann das Geräusch des Essens an sich sein. Knirschend, knusprig, knackend. Oder Umgebungsgeräusche wie die Kaffeemaschine. Auch Musik und Rauschen. Ergebnis seiner Forschung? Bei hochtöniger Musik schmeckt Essen süßer. Tiefe Töne hingegen heben das Bittere hervor. Das Geschmackserlebnis kann also verändert oder erweitert werden. In seiner Forschungsarbeit hat Spence ein Sternerestaurant dazu gebracht, zum Fisch Meeresrauschen zu servieren. Und es schmeckte den Gästen deutlich besser. Man kann einen Schritt weitergehen und Musik komponieren, die bestimmte Eigenschaften hat. Hoch, tief, rau, laut. So können wir unser Essen würzen. Wir nennen es schallende Würze. Um zu beweisen, dass Geschmack von allen unseren Sinnen abhängt, hat Spence eine Studie mit 500 Menschen gemacht. Whisky-Tasting in unterschiedlichem Ambiente. Den gleichen Whisky tranken die Teilnehmer in einem grünen Raum mit Rasen und Sommergeräuschen. Dann gleiches Glas, gleicher Whisky in einem roten Raum mit runden Formen und hochtöniger Musik. Und als letztes ein Schluck in einem Raum mit Holzboden, alten Bäumen und bassiger Musik von Holzinstrumenten. Die Teilnehmer bewerteten nach Geruch, Geschmack und Textur. Die Teilnehmer sagten, dass der Grasgeruch im Whisky um 15% höher sei im grünen Raum. Die Süße wurde um 10% höher bewertet im roten Raum. Und Abgang und Textur waren um 15% besser im hölzernen Raum. Die Leute waren baff und sagten, ich weiß, dass der Drink meine Hand nicht verlassen hat. Trotzdem hat er jedes Mal anders geschmeckt. Das Ergebnis dieser Studie erklärt ein Phänomen, das jeder kennt. In den Ferien am Mittelmeer schmeckt der Wein einfach toll, wenn man bei Sonnenuntergang am Meer sitzt mit seiner Familie. Der Wein schmeckt so gut, dass man ihn nach Hause mitnimmt, um ihn mit seinen Freunden zu teilen. Aber wenn wir ihn öffnen, schmeckt er nie so gut wie zuvor. Es macht Spence sichtlich Spaß, mit unserem Geschmack zu spielen. Als Wissenschaftler setzt er jetzt sogar auf die Möglichkeiten des digitalen Zeitalters. Ich kann jeden Geschmack mit Hilfe von Augmented Reality verändern. Ich kann den Keks hier größer oder kleiner machen.
Oder Kaffee. Ein Kollege von mir aus Japan hat virtuelle Creme hinzugefügt. Ich kann den Kaffee auch heißer aussehen lassen, indem ich Dampf drauf mache. Wir können den Geschmack verbessern oder verändern. Wenn es so aussieht, als ob ich einen sehr großen Keks esse, bin ich dann schneller satt? Oder merkt mein Gehirn diesen Schwindel? Und der Sinn von der Geschichte? Wie, wo oder womit wir essen? Alles beeinflusst unsere Wahrnehmung. Denn merke, Geschmack ist Kopfsache. Im Geschmacksschloss bin ich mit dem Julien Ferretti jetzt in der Küche. Hier wollen wir einen simplen, aber sehr wirkungsvollen Geschmackstrick demonstrieren. Also ich habe zwei gleiche Karotten, aber ich habe auf zwei verschiedene Temperaturen gekocht. Ja. Und ich will dir auch zeigen, dass... Das schmeckt so unterschiedlich. Ja, sicher. Okay. Also diese Karotten wurde auf 100 Grad gekocht. Mhm. Und hier haben wir 83. 83. Probier mal mit. Mhm. Es hat einen sehr intensiven Rüebli-Geschmack, wie frisch aus dem Boden, aber gleich zart. Und da fühlt man auf diesen Grad, hat man das Gefühl, dass das eine rohe Karotte ist, aber die weich ist. Ja, genau. Mhm. Schmeckt kein... total gut. Ja, total gut. Ja. Sehr frisch. Mhm. Und jetzt 100 Grad. Das ist die Karotte, wie ich sie kenne. Genauso schmecken die Rüebli, die man amigs im Restaurant im Normalfall auf dem Teller hat. Und man könnte auch auf 90 Grad kochen, also auf eine andere Temperatur kochen und wir hätten einen anderen Geschmack. Mhm. In der Küche versuchen wir auch neue Geschmäcker zu suchen und wir brauchen nicht neue Produkte. Weil wenn wir das ganze Kontext auf vom Material aus und auch vom Produkt kann man auch neue Geschmäcker aufbauen. Mit sehr einfachen Sachen. Ja, ganz ein einfacher Trick. Einfach auf 83 Grad kochen und kommt etwas ganz anderer Geschmack über. Viel besseren notabene. Ein Schloss voller Geschmack. Doch was ist eigentlich Geschmack? Das erklärt der Kognitionswissenschaftler Jérémy Lafrère im sogenannten Amphitheater des Instituts. Der Geschmack ist das Ergebnis von sehr komplexen Mechanismen der Integration und Gewichtung verschiedener Sinne. Nehmen wir die Spitzbuben von Tobias Mutter. Wir sehen sie. Das Auge ist mit. Gefällt uns, was wir sehen, greifen wir zu. Wir berühren die Spitzbuben und spüren den Keks auf der Zunge beim Kauen. Hart, weich, warm oder kalt. Der Geschmackssinn beginnt auf der Zunge. Hier sind die Geschmackspapillen. Manche sind so groß, dass man sie mit bloßem Auge erkennen kann. Durch diese Erhebungen bekommt die Zunge eine viel größere Oberfläche. In den Papillen wird der Geschmack analysiert. Hier sind mehrere Geschmacksknospen eingelagert. Sie nehmen die Stoffe des Spitzbuben auf und leiten sie zu den Sinneszellen in der Knospe weiter. Die Sinneszellen einer Geschmacksknospe erneuern sich wöchentlich. Wir können Süßes und Salziges erkennen, Saures und Bitteres. Zudem Umami. Umami beschreibt einen herzhaft würzigen Geschmack wie bei Fleisch oder Käse. Die fünf Geschmäcke können an allen Bereichen der Zunge wahrgenommen werden. Die Zunge sammelt alle Informationen über den Geschmack und leitet sie über Nervenfasern und Hirnnerven direkt zum Gehirn weiter. Die Anzahl der grundlegenden Geschmacksrichtungen ist sehr begrenzt. Süß, sauer, bitter, salzig und Umami. Und das ist auch schon fast alles. Anders ist das beim Geruchssinn. Hier ist die Anzahl der erkennbaren Gerüche extrem groß. Erst durch das Riechen haben wir ein richtiges Geschmackserlebnis. Die Geschmacksfeinarbeit übernimmt die Nase mit ihren Millionen von Riechzellen. Wenn wir den Spitzbuben essen,
steigen die Aromamoleküle von der Mundhöhle aus in die Nase und lösen dort Impulse aus, die direkt an das Gehirn gesendet werden. Wir riechen das Essen also beim Kauen. Im Gehirn werden Geruchssinn und Geschmack zusammengebracht. Und so analysieren wir den Geschmack eines Spitzbuben. Mit all diesen Sinnen erfahren wir also den Geschmack eines Kekses und können sagen, ob er uns schmeckt oder nicht schmeckt. Am Institut Paul Bocuse sind jetzt Mamis Spitzbuben dran. Geschmacksprofis Julien Ferretti und Florent Boivin analysieren es und dabei kommt es auch auf ein gutes Näschen drauf an. Weil sie müssen zuerst einmal herausfinden, was in den Spitzbuben drin ist. Ein Rezept habe ich nämlich nicht mitgebracht. Zum Vergleich nennen sie verschiedene Gewürze, die typisch sind für die Spitzbuben. Es geht minutenlang so. Wie viel hat es von was drin? Die Spitzenköche suchen alle Register von ihrem geschulten Geschmackssinn. Leck du mir! Die Geschmacksentwicklung beginnt, noch bevor wir richtig essen können. Wir werden bereits vorgeburtlich geprägt durch das Fruchtwasser, was der Fötus trinkt. Was die Mutter isst, hat einen Einfluss auf den Geschmack dieses Fruchtwassers. Christine Brombach, Ernährungsforscherin in Wädenswil, erklärt, wie sich unser Geschmack entwickelt und verändert. Wir sind als instinktarme Wesen geboren. Das Einzige, was wir haben, ist eine Vorliebe für süß, eine Ablehnung für bitter und vielleicht noch eine gewisse Zwischenhaltung für sauer oder salziges. Und bitter, das lehnen Neugeborene ab, weil es ein Signal ist. Vorsicht, giftig. Und süß mögen wir deshalb, weil es heißt, da ist Energie. Muttermilch schmeckt ja auch leicht süßlich. Alles Weitere muss das Kleinkind lernen. Seine Geschmackserfahrungen sind wie ein Gemälde, das sich langsam, aber stetig aufbaut. Die vorgeburtliche Prägung haben wir mitbekommen über das Fruchtwasser, aber dann erfahren wir die Muttermilch, die dann eben in einer bestimmten Art und Weise schmeckt, jeden Tag anders. Und das ist so die Grundfarbe von einem Gemälde, welches im Laufe unseres Lebens immer reicher wird, bunter wird. Wir lernen dann das, was die Eltern essen, was die Geschwister essen. Also das heißt, ich werde einer bestimmten Geschmackswelt ausgesetzt und lerne sie zu mögen. Die Gene spielen unter anderem da eine Rolle, wo es darum geht, Bitterkeit zu erkennen. Verschiedene Zellen, Rezeptoren helfen uns dabei. Hier gibt es Menschen, die haben eine angeborene höhere Anzahl für Rezeptoren für bitter. Das heißt, sie schmecken in der Tat auch wesentlich feiner und unterschiedlicher diese Bitterstoffe. Kinder haben noch mehr von diesen Rezeptoren. Wir verlieren sie so im Verlauf unseres Lebens. Das heißt, Kinder sind auch viel sensibler auf bitter und Kinder mögen deshalb lieber Gummibärchen statt Rosenkohl. Das Kind lernt dann zwar verschiedene Speisen zu essen, es will schließlich werden wie die Großen, aber reibungslos verläuft die Geschmacksentwicklung nicht. Mit wachsender Autonomie beginnen sich die Kleinen zu verweigern. Wir durchlaufen so zwischen dem 2., 3. bis zum 6. Lebensjahr eine Phase, die nennen Psychologen Neophobie, also die Furcht vor etwas Neuem. Das ist evolutionär in uns angelegt. Das macht ja auch Sinn, weil letztendlich ist es gefährlich, etwas zu essen. Ich weiß ja nicht, ob es mir bekommt oder nicht. Bis zu 8, manche sagen, bis zu 16 Mal muss ein Kind dann das Neue probieren, bevor es das akzeptiert. Und so mag es eine Zeit lang am liebsten Dinge wie weiche, geschmacksneutrale und pure Pasta. Mit der Zeit lernt das Kind dann mehr zu mögen. Es hängt aber auch davon ab, in welche Kultur wir hineingeboren werden. Der Geschmack von Käse, Vermicelle oder auch Aromat prägt den Geschmack hierzulande. In Italien stehen Pizza, Pasta und Tomaten im Mittelpunkt.
gut schmeckt, woran wir gewöhnt sind. Oder anders? Wir essen nämlich Dinge nicht, weil sie uns schmecken, sondern sie schmecken uns, weil wir essen. Das heißt, der Geschmack ist kulturell erlernt. Der Julien Ferretti versucht, Spitzbuben von meiner Mutter nachzumachen. Nein, mehr noch. Sie sollen sogar noch besser werden. Für das hat er es analysiert und buchstäblich auseinandergenommen. Ich habe herausgefunden, also beim Geschmack fühle ich schon Vanille. Ich wollte keine Vanille im Teig reinmachen. Die habe ich lieber in der Marmelade reingemacht. Und das große Nachteil an diese Kekse, das kann man ganz genau sehen, die waren auf eine zu hohe Temperatur gebacken. Ich glaube 190 Grad oder 200 Grad. Die Kanten sind eigentlich so goldbraun. Aber in der Mitte, da ist es noch weiß. Und das wollen wir nicht, weil man muss ja das Mehl backen. Sondern hat man immer so einen komischen Geschmack im Mund. Ein komischer Geschmack? Hey, wir reden hier über Mami Spitzbuben. Auf jeden Fall, er backt seine bei 160 Grad. Aber findet ihr denn auch wirklich besser? Das wird nicht leicht, denn Geschmack ist Emotion und Erinnerung. Im Zürcher Weihnachtsdorf trifft man sich in der Vorweihnachtszeit. Es wird zwar allerhand gegessen und getrunken, die besten Weihnachtsgurzli bekommt man hier aber nicht. Die Mami macht die besten Mailänderlis, Grossi die besten Zimtsterne und Freundin die besten Schoki-Cookies. Wenn ich an Weihnachten denke, kommen wir viel Kuchen sehen, was Mami Amix gemacht hat, mit Cranberries, frische Cranberries, Kardamom. Manchmal macht sie Zimtsterne. Und Nussschnecken. Manchmal mit Kakao drin. Und ja, ich finde es immer fein. Das Mami macht es am besten. Dass Mutters Weihnachtsgurzli nur schwer zu überbieten sind, hat ganz einfach mit unseren Gehirnstrukturen zu tun. Beim Essen spielt das limbische System eine tragende Rolle. Es ist der Ort im Stammhirn, an dem unsere Esserfahrungen registriert werden. Weil das limbische System aber auch der Ort ist, wo Gefühle und Erinnerungen gespeichert werden, hat das Folgen. Wenn wir riechen, schmecken oder sehen, entsteht ein bestimmtes Erinnerungsmuster im Gehirn. Die Speise ist von dem Moment an stark mit der Erfahrung verknüpft. Das ganze Muster wird im limbischen System gespeichert. Esse ich also etwas Neues, wird dabei immer auch das Ambiente, das Gefühl, das ich dabei habe, gespeichert. Esse ich nun Mamis Spitzbuben in den Sommerferien, machen sich trotz Sonnenschein und Palmenstrand Weihnachtsgefühle breit. Je emotionaler und einzigartiger ein Erlebnis, desto stärker ist die Verknüpfung. Im Negativen wie auch im Positiven. Damit lässt sich auch erklären, weshalb ganze Generationen auf einen Geschmack ganz besonders abfahren. Vanille. Jetzt gab es eine ganz interessante Entwicklung. In den 70er Jahren bis in die 70er Jahre wurde häufig diese Flaschenmilch, diese Säuglingsanfangsnahrung mit Vanillin versetzt. Das ist heute verboten, das macht man nicht mehr. Aber diese Prägung auf Vanillin, auf den Vanillegeschmack, haben natürlich alle diejenigen besonders stark empfunden, die eben in dieser Zeit groß geworden sind. Weil dieses Gestilltwerden, dieses Gefüttertwerden, diese Geborgenheit, diese Wärme im Arm der Mutter ein ganzheitliches, körperliches und geschmackliches Erleben ist, was uns eben ganz zutiefst prägt. Ähnlich verhält es sich bei den Festtagen. Große Emotionen verbunden mit besonderen Speisen. Das prägt sich ein. Mein ultimativer Weihnachtsgeschmack ist so Zimt, Orange. Weil bei uns einfach Orange einfach Tradition hat. Bei uns gibt es immer Orangensalat. Anis Krabbeli sind ja auch wirklich ein Highlight. Oder mach Mutter die Best, das ist ganz genau so. An Heiligabend früher bei uns hat es immer Fondue Chinoise gegeben. Jedes Jahr Fondue Chinoise. Die verschiedenen Düfte, Senf, Curry, Knoblauch und was auch immer.
Und danach konnte das Fleisch mit dem Bouillon machen. Das hat immer so fein geschmeckt. Und das ist typisch Weihnachten. So viele Erinnerungen. Für die Spitzenköche, die die Spitzbuben von Tobias' Mutter besser backen sollen, dürfte es also nicht ganz einfach werden. Zurück am Institut Paul Bocuse. Da geht es jetzt um den Star am Spitzbubenhimmel. Wir haben ja gelernt, Geschmack ist viel mehr als nur der reine Geschmack. Darum soll unser Spitzbubenvergleich in einem angemessenen Weihnachtsambiente stattfinden. Hier, Tobias, das ist für dich. Ah, die muss ich anziehen, ja. Damit ich nichts sehe. Da sind die Kekse. Da. Ja. Also hier. Also es schmeckt schon super. Das ist einer von meiner Mami. Mama. Und hier ist das da? Ja. Ja, ja, das riecht schon ganz anders. Völlig anderer Geschmack. Die große Frage ist, besser oder nicht? Die sind auch sehr gut. Sie sind total unterschiedlich, überraschenderweise. Sicher. Wie soll ich sagen? Bei denen von meiner Mutter ist dieser unverkennbare Geschmack. Ich liebe diesen Geschmack. Sehr viel Zucker. Ich habe gern diesen Zucker, das mag ich. Bei den anderen ist der Geschmack sehr intensiv. Der Abgang ist total gut, das merkt man. Und die Marmelade ist viel intensiver bei diesen. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, es sind halt immer noch die. Es tut mir leid. Konnte ich nicht besser machen. Lustigerweise, ich muss sie nicht mal essen, nur schon der Geschmack. Und ich sehe mich als kleines Kind vor dem Christbaum und da ist so viel Emotion drin. Da stellt es mir gleich die Haare zu Berge. Oder? Das ist so, wirklich, da kommt nichts dagegen an. Aber sie sind toll. Und jetzt bin ich mal gespannt auf die Meinung vom unabhängigen Experten. Absolut. Sie sind schon super, wirklich. Die Marmelade ist so intensives Wahnsinn. Ja, super. Das Lot. Alors, bon, de mon point de vue, ceux de Julien, je pense pas me tromper. Aus meiner Sicht sind Juliens die besseren, wegen der spröden Textur. Der Textur eines Kekses, die ich sehr angenehm finde. La texture du biscuit. Que je trouve très agréable. Merci beaucoup. Und vielen Dank für die sehr spannenden Experimente zum Geschmack und auch die wunderbaren Kekse. Darf ich noch ein paar mitnehmen für meine Mutter? Sicher. Ja, auf dem Sender geht es jetzt weiter mit NZZ-Format. Wir grüßen jetzt noch ein paar Weihnachtsgutschen, weil die Weihnacht steht ja vor der Tür. Darum wünsche ich jetzt eine wunderschöne Weihnachtszeit mit gutem Geschmack und natürlich dann einen guten Rutsch ins neue Jahr, was auch uns von Einstein wieder gibt. Jetzt noch einen recht schönen Hinnacht und auf Wiedersehen. Passt das? Dein Hinnacht. Zum Wohl. Und Wein geht super.